So, muss ich einmal hier links. Das zählt nicht. Tasert sie. Runter auf den Boden. Erdkollege, einmal tasern reicht. Hallo, einmal tasern reicht. So, perfekt. Und da ist einfach mal ein Ladenraum. Da können wir natürlich auch Code 3 anfahren. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Ganz vorweg mal, ich hoffe, es sieht alles aus wie vorher und es ist nicht anders, weil ich musste mein GTA neu machen. Irgendwie hatte mein GTA nämlich ein bisschen Spaß, komplett Grafik falsch darzustellen, irgendwie was schwarz-weiß und weiß ich nicht noch, was für alles. Dann habe ich es einfach gelöscht und habe es neu installiert. Ja, gut. Da vorne ist dann unsere Person. Ich einfach mal sagen, hole ich noch eine zweite Unit dazu. Dieses Auto hier hat sehr viel Bock, stehen zu bleiben. Ist das ein Fluchtfahrzeug? Vielleicht. Würde ich jetzt einfach mal sagen, durch den Regen habe ich gar keinen Bock auszusteigen. Der Herr rennt wahrscheinlich immer weiter. Vielleicht können die Kollegen, die da... Danke dafür. Fürs mitten reinstellen. Können sie vielleicht ihn aufhalten. Also wenn ich mich jetzt hier vorne hinstelle. Die Hände hoch. Oh, er gibt sich gleich. Runter auf den Boden. Nimmst ihn fest, Kollege. Wundert euch nicht wegen dem UP, das ist wirklich noch wie vorher. Das habe ich nämlich einfach nur aus meinem alten Ordner wieder rauskopiert, weil ich genau wusste, das ist nicht kaputt. So, dann würde ich doch mal sagen, steht mein Auto jetzt am Weg, das ist mir aber egal. Ich hätte mal gerne den Ausweis. Ach, jetzt kann ich mir den Ausweis greifen. Ich konnte mir gerade nicht den Ausweis greifen. Dan Bot Nary. Ein ausstehender Haftbefehl. Und dann rauben sie auch noch einen Laden aus. Das ist jetzt nicht so grandios, ne? Haben sie irgendwie illegale Gegenstände bei sich? Fass mich nicht an, du Natrium-Inhalator. Gut, dann drehen sie sich bitte mal um. Ich werde es einmal durchsuchen. Kollegen, ihr könnt wieder gehen. Vielen Dank fürs Helfen. Heroinpäckchen, Buschjäger, Steckdosen vor. Okay. Gut, dann werde ich auch nochmal einen Atemalkoholtest mit ihm machen. Ja, die sind immer zu dritt in einem Auto. Das verstehe ich gar nicht, warum. Gut, ist besser, als wenn wir jetzt nur einen Kollegen als zusätzliche Person hätten. Gut, der hat ein bisschen was getrunken. Dann mache ich auch nochmal einen Drogentest bei ihnen. Und die können alle nicht fahren. Kaum steht da ein Polizeiauto, fahren die alle wie die Verrückten. So, Kokain positiv. Das ist blöde, dann drehen sie sich doch bitte einmal um. Ich werde es einmal nehmen. Jetzt sind wir natürlich schön klitschnass hier. Aber was soll man machen? So, ich setze sie dann einmal hier in den Front. Einmal den Kopf einziehen beim Reinsetzen. Perfekt. Die Augen sind rot, okay. Ja, geht, wir haben ja schon gesehen, dass er Drogen genommen hat. So, dann liefern wir hier sie einmal ab. Da kann aber ein Kollege die Person abholen, weil ich habe keinen Bock darauf, sonst kriege ich wahrscheinlich noch wieder ein Black, ein Unlimited Ladescreen, da habe ich keinen Bock drauf. Aha, ein Troublemaker, okay. Da macht jemand also ein bisschen Stress in der U-Bahn-Station. Da sollen wir mal anfahren, das machen wir natürlich auch. Es sind auch nur noch 1,6 Kilometer, das heißt, das werde ich auch schaffen natürlich. Und ich habe mir heute zum Ziel gesetzt, das Auto nicht kaputt zu machen. Das werde ich natürlich schaffen, weil jetzt sind es nur 1,4 Kilometer. Guck mal, da fahren wir. Na, guck mal, der Autofahrer, der möchte schon. Der wartet nur darauf, bis er mir ins Auto rammen kann. So, muss ich einmal hier links. Das zählt nicht. Was hat der für riesen Tropfen auf dem Auto? Alter Schwede. Ja, hier rechts. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, damit der Karre nicht so nass wird, stelle ich es mal hier unter. Hier regnet es irgendwie, obwohl hier ein Dach ist. Egal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell hier runter. Kollege, kommst du mit? Wieso habe ich Ketchup an meiner Uniform? Das weiß ich nicht. Müssen wir wohl gleich mal zum Arzt. Da kommt gleich eine... Eine Bahn kommt hier gleich. Okay, dann müssen wir uns beeilen, bevor der Herr noch abhaut. In einer Minute soll hier eine Bahn kommen. Würde ich doch mal sagen, gehen wir mal... Was ist mit dem Licht hier los? Hallo? Guten Tag. Nee, greifen Sie mich an. Kollege, geht doch weg.
Hören Sie auf, mich anzugreifen. Hören Sie auf, wagen Sie es nicht. Ich will nicht Gewalt anwenden. Stehen bleiben. Bleib stehen. Oh Gott. Stehen bleiben, stehen bleiben. Kollege tasert sie. Runter auf den Boden. Erdkollege, einmal tasern reicht. Hallo, einmal tasern reicht. Einmal tasern reicht, habe ich gesagt. Das war jetzt viermal oder so. Irgendwann reicht's auch, ne? Bleiben Sie mir fern. Nein! Gut, dann haben wir das wenigstens irgendwie geklärt. Dann hoffe ich einfach mal, dass die Ambulanz jetzt kommt. Das könnte natürlich auch wieder ätzend werden, hier in dem... in der... U-Bahn. Das könnte sehr lange dauern. Ich würde einfach sagen, ich durchsuche den Herrn einfach mal. Filzen. Vielleicht kann ich ja was finden. Wo liegt eigentlich meine Kappe? Die müsste hier irgendwo liegen. So, der Herr hat einen Starkstromschutzschalter, 7-Segment-Anzeige und Wurscht. Und mehrere Ausweise, okay. Kommen die Mediziner auch? Hä? Ach, die stehen hier, warte, die stehen hier hinten. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich stehen die hier hinten, ja genau. Guten Tag, könntet ihr bitte einmal dem Herrn helfen? Fly Us, okay, nochmal werden. Oh, Alter, ein Snackautomat. Funktioniert der? Nee, schade. So, dann kümmert euch mal um den Herrn. Ich suche mal meine Kappe in der Zeit wieder. So, da habe ich meine Kappe wieder. Macht der Mediziner auch was? Oder brauchen sie zufälligerweise ihren Kollegen? Oh, jetzt stehe ich auf dem... Ach, nee, wo ist denn die Bahn? Schon wieder weg. Herzmarschall ist ein Erfolg. Die Person wurde wiederbelebt. Ah, perfekt. Dann nehmt ihr den mit. Hier ist genau gerade ein Unfall passiert. Ich wollte gerade eigentlich die Folge beenden, aber ich kann... Also man kann sie mal gehen. Ich kann ja doch mit Leuten reden. Hallo, guten Tag. Ich glaube, ich brauche hier einmal die Ambulanz. Komm, fahren Sie mal weiter. Na, hören Sie doch. Mein Gott, das sehen Sie doch, dass hier ein Polizeiauto versucht gerade hinzufahren. So, dann spreche ich hier mal ab. Ja, fahren Sie mal weg. Warte, ich helfe Ihnen mal ganz kurz. Und weg ist der Herr. Gut, dann, oh, hier brennt's. Wir haben doch so, ja genau, dafür haben wir doch so ein Auto bekommen, was super ausgestattet ist. Ja, jetzt verhalte ich den Verkehr hier einfach an. Feuerlöscher ausrüsten, perfekt. Ach, wir haben sogar so geile, Blitzer hinten drinne. Guck ich mal, ob ich mich hier ranmachen kann. Ans Feuer. Aber ich glaube nicht. Na doch, perfekt schon aus. Haben die den schon geholfen? Ach, den haben sie schon eingesammelt. Okay, gut, dann hallo, guten Tag. Kann ich auch mit ihnen reden? Würde gerne mit ihnen reden. Hallo, nicht schon wieder an die Tür. Ja, genau. Guten Tag, haben wir den Ausweis bitte? Können Sie mir erzählen, was passiert? Ich möchte mit ihr reden, nicht ins Auto einsteigen. So, haben Sie irgendwas getrunken? Nee, irgendwie Betäubungsmittel konsumiert. Sieg aus wie. Nee. Gut, dann. Was ist denn passiert hier? Fahrzeug ist schon kaputt. Wie mache ich denn das? Ich bin gerade sehr unvorbereitet. Ich würde einfach sagen, Sie dürfen zu Fuß weitergehen. Dann nehme ich hier noch die Bilder auf. Zu dem Auto. Oder zu den Autos, eher gesagt. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch die letzten Bilder und dann war es mit der heutigen Folge von GTA 5 LSPDFR. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, wenn es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao, ciao.